Hallo Internetmenschen. Moin Leute, mein Name ist Julian und Montag ist mein Tag und zwar mit der Show Techlog. Herzlich willkommen zur ersten Show. Fangen wir mit dem ersten Teil der Show an. Und dieser Teil beschäftigt sich mit Straßenumfragen. Also schalten wir mal rüber nach Dortmund. Herzlich willkommen zur ersten Folge von der Frage der Woche. Heute mit der Frage, welche technischen Geräte nutzt du eigentlich täglich? Also mein iPad, das habe ich täglich in Gebrauch, mein Netbook, mein Notebook, wenn sie Fernsehen dazu zählen, nicht jeden Tag, aber meistens Radio, ja, das ist schon eigentlich alles. Habt ihr eventuell ganz kurz Zeit? Ja, halt Computer auf jeden Fall, Handy, MP3-Player, Fernsehen. Was für ein Handy hast du denn? Samsung. Was für eins? Ja, das ist ein altes, so ein S8000, glaube ich. Okay. So ein Android. Was für technische Geräte nutzt ihr eigentlich täglich? In meiner Arbeit als Steinmetz arbeite ich natürlich hauptsächlich mit meinen technischen Geräten, die ich in meiner Firma habe. Das sind doch schon eher Maschinen, also okay. Sägen, Bohren. Und privat nutzen Sie da Computer, Handys und sowas? Ja, privat natürlich mein Computer, mein Handy sehr häufig, gerade hier auf dem Markt, um mobil ins Internet zu gehen, ja, und schon viel Handy. Welches Handy nutzen Sie denn? Ich habe ein Xperia. Was nutzen Sie an Technik täglich? Eigentlich alles. iPhone, Computer, Laptop, Technik. Also Radio vielleicht sogar noch. Eigentlich täglich. Also eigentlich auch jede Stunde, denke ich mal, guckt man aufs Handy oder so. Eigentlich täglich. Gucken Sie auch Fernsehen? Ja, ich gucke abends auch Fernsehen. Ja. Wie sieht's aus mit YouTube? YouTube auf jeden Tag, denke ich mal, auch auf dem Handy. Was überwiegt da? Mehr online jetzt als. Also früher war es Fernsehen, jetzt ist es mehr online auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Scheinbar recht wenig. Ja, den Fernseher auf jeden Fall. Das Radio eher nicht mehr. Eher über Internetradio, Laptop. Das ist alles beide einzige. Okay, was haben Sie für ein Laptop? Von Asus. Ganz normalen, sag ich mal, handelsüblichen. 3,99, nichts überragendes. Kein Zocken, sondern nur E-Mails, bisschen YouTube, Facebook. Und was überragt da bei Ihnen momentan? Fernsehen oder eher YouTube? Naja, Fernsehen schon. Ja. Das andere sind so Portale, wo man mal reinschaut. Ich bin auch nicht mehr ganz so 18, 19. Ja. Ich konzentriere mich eher auf die normalen Berichterstattungen im Fernsehen. Das war's mit der Umfrage hier in Dortmund. Ich gebe zurück ins Studio. Jo, das war's mit der Straßenumfrage und jetzt geht es weiter mit der App der Woche. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur App der Woche. Die App der Woche ist diesmal AirDroid und die möchte ich euch nun vorstellen. Mit ihr ist es nämlich möglich, Daten über Wireless zu verwalten. Heißt, wir können Nachrichten schreiben, wir können Fotos hochladen und downloaden, genauso wie Musik und alle anderen Dateien, die wir auch wollen. Wir können Apps deinstallieren und. Das möchte ich euch jetzt mal kurz demonstrieren. Also ich habe die App mit einem Tipp auf die App halt geöffnet und dann haben wir hier eine URL. Zum einen web.android.com oder diese IP-Adresse hier. Ich bin jetzt hier mal auf web.android.com und muss jetzt hier das Passwort eingeben, was dort steht, oder diesen QR-Code einscannen. Jedoch ist es auch möglich, diese IP-Adresse hier aufzurufen und dann landen wir auch auf einer Seite, wo wir nur das Passwort eingeben müssen. Wir scannen jetzt einmal kurz den QR-Code ein. Dazu müssen wir nur hier einmal drauf tippen, dann öffnet sich die Kamera-App und dann können wir den QR-Code einscannen. So, nun sehen wir auch, wie auf dem Bildschirm vom Computer sich das Dashboard von AirDroid öffnet. Dort sehen wir jetzt zum Beispiel unter anderem, dass die Ladung bei 20% oder weniger liegt und wir das Handy aufladen sollten. Dann haben wir ganz oben rechts noch ein paar Informationen zu unserem Handy. Das wäre das HTC Sensation, Android 4.0.3 und wie viel Speicher wir noch haben. Also intern und extern Speicher. Naja, wobei halt SD-Kartenspeicher. Hier sehen wir dann zum Beispiel, was momentan in der Zwischenablage ist. Das wäre ein Post auf Facebook gewesen. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, uns Dateien von unserer SD-Karte und so weiter und so fort anzeigen zu lassen und diese zu downloaden oder sogar Daten hochzuladen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Kontakte zu verwalten, SMS zu verwalten, Anrufprotokolle und wir können auch Apps deinstallieren und installieren. Das wäre zum Beispiel hier diese App, die brauche ich nicht mehr, also kann ich hier auf deinstallieren klicken, okay. Und dann muss ich nur noch hier auf meinem Gerät
auf OK tippen und dann wird die App deinstalliert. Okay. Auch möglich ist es, dass wir Inhalte von unserem Handy streamen können, heißt, wir können Musik streamen und Fotos streamen sowie auch Videos uns hier direkt angucken. Ich gebe zurück ins Studio. Hey ho, herzlich willkommen zur Reihe mit einem CMS-System zur eigenen Homepage. Diesmal ist es WordPress. Und WordPress können wir ganz einfach hier auf wordpress.org herunterladen, auch als deutsche Version können wir das herunterladen und können das dann auf unseren Server packen. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Unten in der Beschreibung gibt es aber einen Link, wie man das alles macht. Sollten wir das dann gemacht haben, haben wir so eine Oberfläche. Mit der Oberfläche können wir Artikel erstellen für unseren Blog. Das sehe dann ungefähr so aus. Hier wäre dann ein Artikel. Oder wir können Seiten erstellen, Linklisten, können Sachen hochladen und so weiter und so fort. Heißt, wir haben ein komplettes Homepage-Baukastensystem auf unserem eigenen Webspace oder auf unserem eigenen Server. Das sieht auch nicht immer so aus, sondern ja, man kann es komplett anpassen. Heißt, es gibt zahlreiche Designs, die man sich auch hier unter Designs herunterladen kann, Themes installieren und man kann nach Themes suchen oder sich die neuesten anzeigen lassen und die dann per One-Click sozusagen installieren. Ja, nehmen wir mal einfach das hier, jetzt installieren, aktivieren und dann sehen wir, wenn wir die Seite aktualisieren, ein komplett neues Design. Heißt, es geht ziemlich schnell und wir können das Ganze, wenn wir noch ein bisschen, Skills haben, können wir das Ganze noch anpassen, hier zum Beispiel in CSS-Sachen und so. Aber das muss alles nicht. Zusätzlich können wir natürlich auch Plugins installieren, heißt Anti-Spam-Plugins oder Kontaktformulare und so weiter und so fort. Da kann man sich echt reindenken und man kann sich auch viel auf YouTube und Co. An Tutorials ansehen. Sollte einem das aber alles zu kompliziert sein, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auf wordpress.com zu gehen und sich hier einen Account anzulegen. Wir geben dann eine Blogadresse ein, eine E-Mail-Adresse, ein Username und ein Passwort und können dann entweder kostenlos oder, wenn wir ein bisschen was zahlen, dann haben wir mehr Features, hier ein Konto erstellen. Dann müssen wir das Ganze nur noch bestätigen, also wir bekommen eine Mail, Activate Blog und dann geht es auch schon weiter, wir können Leuten folgen, ähnlich wie bei Tumblr, falls es einige Leute kennen und dann Social Media Sachen verknüpfen, einen Blogtitel eingeben, einen Name und die Sprache, dann können wir ein Theme auswählen, ähnlich wie wir das gerade auch gemacht haben und unseren ersten Blogpost schreiben und das sieht dann hinterher, hier haben wir noch so ein Dashboard und das sieht dann hinterher so aus. Hier können wir auch verschiedenste Themes auswählen, nur dann haben wir hier blog@wordpress.com stehen und wir haben auch nicht unbegrenzt Speicherplatz. So viel dazu, das war's mit WordPress. Ich gebe zurück ins Studio. Vielen Dank fürs Zuschauen, yeah. Bitte hinterlass doch mal einen Kommentar. Ich bin der Julian, Montags ist mein Tag hier und ich sag hier morgens, montags, Dings. Willkommen zur, ersten Ausgabe. Willkommen. Ja. Kommentare sind hier unten.